Hi Leute und willkommen zur ersten Runde PvP auf dem Gommel-Server. Ist ein neuer Modus. Und ja, spielen wir dann gleich mal. Ja, wie geht es? Okay. Ich kenne mich ja auch noch nicht so gut aus. Hab das noch nie gespielt. Haben wir überhaupt keine Sachen? Ach so! Ach so, das ist 1 gegen 1 und man muss Kisten sammeln. Okay. Also bis jetzt gefällt mir dieser Spielmodus eigentlich richtig gut. Ist im Prinzip so ähnlich, sieht so aus, als wäre das so ähnlich wie Syndicate Games. Und den Spielmodus feiere ich auch richtig. Und ja, dann holen wir uns mal ein paar Kisten. Feuerzeug ist auch immer nice. Kuchen. Wenn wir mal Hunger kriegen, dann können wir hier mal vorbeischauen. Leckeren Kuchen snacken. Waren wir da unten schon? Ich glaube, ja. Ja, wo ist eigentlich der Gegner? Vielleicht hat der ja auch noch gar nicht so ein gutes Equip. Ah, ein Kompass. Ich würde mal sagen, immer drauf. Schauen wir mal, was das abgeht. Aber die Kiste, wenn die genau neben uns ist, dann nehmen wir die natürlich. Okay, da war schon. Dann gehen wir mal drauf. Hä, auf einmal ist er hinter mir. Da ist er. Und? Er schlägt uns mit einem Apfel. Das finden wir ja nicht nett. Da haben wir es gewonnen. Hat er auch keine Waffe. Und dann hängen wir gleich mal eine Runde hinten dran. Mir gefällt dieser Spielmodus richtig, richtig gut. Ich feiere das richtig. So 1 gegen 1 Survival Games. Richtig nice. Und ich glaube, die besten Schwerter, die man bekommen kann, sind Goldschwerter. Ich habe jetzt. Ich nehme alles zurück. Genau in dem Moment, wo ich das sage, einfach kriege ich ein Steinschwert. Ha, darüber kann man sich auch nicht beschweren. Und ich hab den schon gesehen. Ich habe schon seinen Namen gesehen. Und wir haben ja auch den Kompass am Start. Dann würde ich sagen, gehen wir mal drauf. Besuchen wir ihn mal. Na. Oh. Haben wir noch einen Helm. Da ist er. Hat er uns bemerkt? Ich glaube schon. Assassinenangriff! Und da haben wir wieder gewonnen. Und ich würde sagen, ja, hängen wir noch mal eine Runde dran. Gleich ein paar. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich setze jetzt auch keinen Cut. Wir spielen einfach mal ein paar Runden und schauen, wie es so abgeht. Damit nicht nur die Wins reinkommen und ein bisschen Spannung auch dabei ist. Ja. Und die Maps gefallen mir auch richtig gut. Ja, hier gibt es noch keine Kisten da oben. Hier aber. Diesmal haben wir nicht gleich ein Schwert. In den Runden davor hatten wir gleich immer in der ersten Kiste ein Schwert. Okay. Ich sehe ja auch kaum Kisten. Vielleicht habe ich eine übersehen, aber wir haben ja ein Feuerzeug, also von daher. Ganz unbewaffnet sind wir nicht, aber na klar brauchen wir jetzt mal eine Waffe. Ich glaube, hier ist er gespawnt. Holen wir uns mal die Kiste. Die ist auch leer. Oh shit. Gibt's hier noch Kisten? Hier. Oh yeah, Steinschwert. Mal schauen, wo der Gegner ist. Ich habe seinen Namen bisher noch nicht gesehen. Was ein Eisenschwert! Ich habe. Der war gerade hier. Ich habe seinen Namen gesehen. War gerade da? Nein. Egal. Wir haben jetzt ein Eisenschwert.
Und ein Feuerzeug. Und ein Kompass. Aber nicht so die allerstärkste Rüstung. Aber egal, gehen wir mal drauf. Da ist er auch. Oh nein. Hat er noch TNT gesetzt? Konnte ihm auch nicht weiterhelfen. Läuft eigentlich gut, der Spielmodus macht doch richtig Bock. Dann gehen wir gleich mal in die nächste Runde. Und schauen wir mal, dass wir gleich wieder eine Waffe und ein bisschen Rüstung. Ich sehe seinen Namen. Okay. Da war er. Okay, wir haben noch kein Schwert. Vielleicht ist hier ja was. Komm. Wenn das schon so ein Turm ist, muss da auch eine Kiste sein. Okay, ein Kompass. Da ist er. Hat der ein Schwert? Sollen wir jetzt mit der Hand gegen ihn kämpfen? Wäre jetzt natürlich mies. Dann kämpfen wir einfach mal. Nein, wir brennen jetzt auch. Er hat, glaube ich, eine bessere Rüstung. Wir kämpfen einfach mit der Hand. Jetzt brennt der. Wir haben ihn einfach mit der Hand gerackt. Was ist das denn, ey? Richtig nice. So einen Kampf habe ich auch noch nie gesehen in Minecraft. Einfach so mit der Hand kämpfen und ein Feuerzeug. Ist ja nice. Leute, ich glaube, wir haben jetzt einfach 4 Runden hintereinander, ohne Cut, einfach 4 Runden hintereinander gewonnen. Das war auch das erste Mal, ich spiele das jetzt First Try. Ich habe noch nie diesen Modus davor gespielt. Und ja, ich sehe jetzt da hinten schon eine Kiste. Da unten. Und hier auch. Holen wir uns die gleich mal. Ich feiere einfach die Runde, die wir gerade gespielt haben. Okay, bisschen Rüstung. Kein Schwert. Aber wir haben ja gezeigt, man kann auch ohne Schwert. Wenigstens haben wir einen Bogen und 3 Pfeile. Ist ja auch mal was. Das da hinten sieht nice. Okay, hier ist eine Border. Das da hinten sieht nice aus. Schau mal da vorbei. Okay, ich höre den Gegner. Er hat ein Schwert, glaube ich. Ja. Wir hatten halt kein Schwert. Und ja, dann schauen wir gleich mal in der nächsten Runde. Ob es da wieder läuft. Okay, da ist eine Kiste. Und hier auch. Wir bräuchten jetzt mal... Am Anfang hatten wir einfach immer lauter Schwerter im Überfluss. Und jetzt finden wir einfach... fast gar keine Schwerter mehr. Und das Labyrinth hier ist auch geil. Okay, Blätter kann man ja nicht abbauen. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Weil bei Survival Games kann man ja auch Blätter abbauen. Wir haben leider noch keine Waffe. Das ist natürlich ärgerlich. Ich würde zu dieser Leiter. Gibt es in diesem Labyrinth keine Kisten? Okay. Oh yeah. Steinschwert. Ich würde mal sagen, geh mal drauf. Wir haben eigentlich eine gute Rüstung. Gutes Equip. Okay, hier ist er, glaube ich, gespawnt. Ah, da ist er. Die Kiste hat er dann wahrscheinlich auch. Nee, doch nicht. Geh mal drauf. So, was essen. Oh, wir haben einen Bogen. Ein Feuerzeug. Na, wo ist er denn? Hier. Komm raus. Was macht der? Wir haben einfach richtig schlecht gezielt.
Oh ja. 1,5 Herzen. Und das war's dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der neue Spielmodus auf GOMM HD. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.